Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes möchten wir für die Kommunen einen finanziellen Ausgleich für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern, die aus Hamburg auf schleswig-holsteinische Schulen im sogenannten Hamburger Rand gehen, erreichen. Sie wissen, dass mit Abschluss des neuen Gastschulabkommens mit der Hansestadt Hamburg Ausgleichszahlungen verbunden sind von Schleswig-Holstein an Hamburg für die beschulten Schleswig-Holsteiner. Wir haben daraufhin beschlossen, die Kommunen in Schleswig-Holstein an diesen Kosten anteilig zu beteiligen. Für Schülerinnen und Schüler, die öffentliche Schulen in Hamburg besuchen, müssen die Kommunen zwar jetzt an das Land zahlen, im umgekehrten Fall aber, wenn Hamburger schleswig-holsteinische Schulen besuchen, gibt es aktuell im Gegenzug keine Erstattung an die Kommunen, obwohl Kosten bei den Kommunen anfallen. Es handelt sich zugegeben um einen zahlenmäßig eher kleineren Teil, also um etwas mehr als 325 Schülerinnen und Schüler, der aber für die Kommunen unserer Ansicht nach ausgeglichen werden sollte. Wir haben dieses Thema bereits in der letzten Legislaturperiode ausführlich diskutiert und dabei stellte sich sowohl bei der ersten Lesung im November sowie bei der zweiten Lesung im Februar heraus, dass grundsätzlich über dieses Thema im Haus kein Dissens herrscht. Wir waren uns weitgehend einig, dass es logisch und auch gerecht ist, dass die Kommunen, wenn sie dafür bezahlen müssen, dass ihre Schüler auf Hamburger Schulen gehen, auch Zahlungen erhalten sollen, wenn sie umgekehrt Schülerinnen und Schüler aus Hamburg aufnehmen. Es passt zur gerade abgeschlossenen Debatte, dass durch diese Änderung zusätzliche Zahlungen an die betroffenen Kommunen in Höhe von rund 360.000 Euro notwendig werden. Aus unserer Sicht darf der Bildungsetat dadurch nicht stärker belastet werden. Das Geld muss also woanders herkommen. Und Kollege Andresen, es ist mir eine ganz besondere Freude, als konstruktive Opposition unterbreiten wir auch entsprechende Deckungsvorschläge. Ich gehe davon, ja, das grundsätzlich diskutieren wir dann noch, ne? Wir sind der Auffassung, dass ein Beitrag zur Gegenfinanzierung die Einsparung des zusätzlichen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium beitragen soll. Meine Damen und Herren, ein zusätzlicher Staatssekretär analog zu B9, wobei das analog ja nicht mehr lange dauert. Wir haben ja in der öffentlichen Finanzausschusssitzung gehört, dass zum nächsten Haushalt eine entsprechende B9-Stelle zusätzlich geschaffen werden soll und der Herr Staatssekretär verbeamtet werden soll. Ein solcher zusätzlicher Staatssekretär verursacht Kosten für die Legislaturperiode von 565.000 Euro. Und damit im Haushalt der neue Stellenplan geschaffen werden soll, raten wir Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den regierungstragenden Fraktionen, setzen Sie hier ein Zeichen und schaffen Sie genau diese zusätzliche Stelle gerade nicht. Ich will mal daran erinnern, welchen Popanz die heute regierungstragenden Fraktionen bei der Diskussion um den Mittelstands- und um den Integrationsbeauftragten hier veranstaltet haben. Was haben wir hier für Diskussionen erlebt? Und am Ende wollten Grüne und SPD im Zuge der Haushaltsaufstellung für den Haushalt 2011-2012 die beiden Stellen, die mit jeweils 11.800 Euro veranschlagt sind. Im anderen Fall reden wir über mehr als 113.000 Euro jährlich. 11.800 Euro veranschlagt wurden, die wollten Sie streichen. Darüber hinaus, Kollege Andresen, haben die Grünen, denen Sie ja schon damals angehört haben, also der Grünen Landtagsfraktion, Sie haben beantragt, einen weiteren Staatssekretär zu streichen. Jetzt streichen Sie keinen weiteren Staatssekretär, sondern Sie haben noch einen zusätzlich eingestellt. Wie das zusammenpasst, das müssen Sie erklären. Wie das zusammenpasst, müssen Sie erklären, Kollege Andresen. Ich erinnere auch immer gerne daran, dass wir einen heutigen Ministerpräsidenten haben, der im Landtagswahlkampf noch von sich reden gemacht hat, indem er gesagt hat, weniger Verwaltung ist oft mehr. Wir lernen also, die Schaffung eines zusätzlichen B9 besoldeten Staatssekretärs ist weniger Verwaltung. Das mehr bezog sich dann offensichtlich auf das Einkommen der zusätzlichen Stelle. Liebe Kollegin Medjadli, das ist das Thema, das ist nämlich einer unserer Deckungsvorschläge, damit dieser Vorschlag umgesetzt werden kann. Es ist ein seriöser Gegenfinanzierungsvorschlag. Ich rate Ihnen also dringend, sehen Sie davon ab, machen Sie
wenn Sie ehrlich sind, Herr Kollege Andresen, und die Linie aus der letzten Legislaturperiode fortfahren, dann verhindern Sie mit Ihrer Macht und Ihrem Einfluss, dass Sie im nächsten Haushalt die zusätzliche Schaffung einer B9 besoldeten Staatssekretärsposten haben. Sie können doch sicherlich Ihre starke Politik auch anders durchsetzen.